Disco-Besitzer ist Opfer eines brutalen Übergriffs geworden. Chris Täuber. Cora Reinhardt. Guten Tag. Cora Reinhardt, freut mich. Krawitz, hallo. Hallo, Täuber. Ja, bevor ich anfange, Ihnen es zu erzählen, am besten Sie werfen mal einen Blick auf mein Überwachungsvideo. Gerade am Arbeiten, ja. Uiuiui. Ach du Schande. Ist das hier ernst? Ja, also ich werde seit einigen Wochen von einer Bande bedroht. Aha. Sozusagen von so einer Türsteher-Gang. Okay. Mal die Mafiosen, Mafia-Strukturen zusammenhängen. Und ja, so, die haben einige Male hier Radau gemacht, haben auch meine Türsteher tätig angegriffen. Also ja, wurden auch brutal zusammengeschlagen. Sie gehen halt sehr brutal vor. Die wollen die Macht sozusagen an der Tür haben. Mhm. Sind an mich herangetreten. Also einer von diesen Herren ist an mich herangetreten. Wollte sozusagen mir nahelegen, die Tür abzugeben an deren Herren. Weil ich sofort natürlich abgelehnt habe. Weil ich habe mir jahrelang diesen ganzen Laden hier aufgebaut. Ja? Ich habe keine Lust an solche Kerle hier, meinen Laden zu verlieren. Der Laden ist in der Stadt, gute Adresse. Und ich möchte auch, dass es so bleibt. Wie sieht's denn aus? Polizei, haben Sie die schon informiert? Ja, selbstverständlich, auf jeden Fall. Die Polizei wurde in jedem Fall involviert. Die kommen halt immer zu spät. Wissen Sie, wenn es schon passiert ist, die Leute schon zusammengeschlagen wurden. Was ich Ihnen vorschlagen würde, wäre, unser Team übernimmt die Tür ab sofort. Ja. Dann könnten wir uns auf jeden Fall darum kümmern, könnten den Laden auch gut verteidigen. Würde ich sagen, fahren wir jetzt direkt in die Base. Ja, und dann sehen wir uns direkt heute Abend. Am Abend haben sich Detektivchef Carsten Stahl und sein Team an der Tür des Clubs positioniert. Cora Reinhardt überwacht unterdessen den Eingangsbereich via Monitor. Ja, kannst du aber trotzdem mal einfach mal eine Runde machen. Und muss ich gerade sagen. Genau, mach mal eine Runde und besuch mich mal. Da komm ich. Ach nee, da ist ein neuer Türsteher. Das sieht nur Ärger aus. Habt ihr denn für Tür? Für meine Straße, das liegt meine da hier Stadt gleich auf dem Boden. Ja, kannst du ja mal probieren. Ja, wollen wir das doch probieren. Das ist schön, wollen wir in den Laden hier. Verpisst ihr euch. Wir wollen das nicht. Ja, du Penner. Zeig dir gleich eine. Was ist? Komm her. Komm her. Verpisst euch. Na komm. Na komm her. Na komm. Na komm her. Na los. Was sagst du? Die wollen kommen. Komm, die wollen kommen. Verpisst euch, Mann. Los, wir sehen uns doch. Verpisst euch. Gut, dass du nicht da warst, weil ist euch was aufgefallen in den ganzen Turtel, was der da auf seinem Emblem hatte? Il Zuccolo oder irgend so eine Scheiße. Und den Namen kenne ich, die haben eine Bar, ja, in der Straße. Und da werden wir jetzt schön uns was einfallen lassen und werden da schön an der Kabarin schleusen. Hier sind vier, sag mal, Täter gekommen, die wollten hier rein und wollten den Laden übernehmen. Haben auch ganz geil gesagt, das ist unsere Tür, also muss irgendeine Türsteherbande sein. Wir hätten hier ein paar Tatwaffen für Sie. Ja. Zeit, aber noch einer, haben Sie wollten uns reingehen. Wir konnten das Ganze ein bisschen deeskalieren. Die sind dann, nachdem sie euer Horny hörte, natürlich gleich abgedampft. Okay. Ja, aber wir wissen, dass das eine Gruppierung ist, Il Zirkolo, nennt sich die wohl, ist wahrscheinlich auch einschlägig bekannt. Ich weiß auch, wo der Club ist, wo der hin. Und zumindest, ich will natürlich jetzt auch die Tür hier schützen, wir müssen hier weiterarbeiten. Ja. Aber ich könnte da zumindest mal die Anzeige jetzt aufnehmen, dass ihr mal kriegt, was die Leute so auf dem Kerbholz haben. Entschuldigung, haben Sie irgendwie was erreichen können? Hat sich jemand verletzt? Ich konnte jetzt nicht eingreifen, weil ich ja, wie gesagt, im Büro bestand. Es ist alles gut gegangen, es hat sich keiner verletzt. Ja, leider konnten wir die Jungs nicht festsetzen. Ne? Il Zirkolo nennt sich die Bande. Il Zirkolo? Ja, kennen Sie die auch? Natürlich kenne ich die Il Zirkolo. Die sollen extrem gefährlich sein wohl. Scheiße. Mich Gott haben die Jungs nicht gesehen. Das heißt, ich kann mich jetzt irgendwie durch Hintertürchen da reinschleusen. Der Herr Stahl und noch ein anderer Kollege werden weiter vorne die Tür machen, während wir den Außendienst jetzt im Prinzip machen. Gut. Ja, also brauchen Sie sich auch da keine Sorgen zu machen. Der Laden ist weiterhin safe. Am nächsten Tag machen sich die zwei Ermittler, wie mit dem Auftraggeber besprochen, auf den Weg zu der Billardkneipe, die offenbar von dem dubiosen Türsteherring betrieben wird. Ach ja, guck mal. Pass auf, ich fahre jetzt hier in die Straße rein. Das muss sie sein. Kamera haben wir dran bei dir. Kannst du aber mal ein bisschen. Oha! Uiuiuiuiuiuiui. Guten Tag. Wer bist du denn, hübsche Frau? Ich bin die Cora. Die Cora? Mhm. Okay. Ja, Cora stellt sich hier verdammt gut an. Ich meine, sie sieht heute natürlich auch granatenmäßig aus. Braucht auch nicht mehr doll zu sein. Ah, guck mal. Funktioniert ganz gut, oder? Funktioniert. So eine Kacke. Ist gar nichts gut. Oh, wer ist das denn da? Ich kann aber nicht am Hause sagen. Jungs, habt ihr keine Lust zu trainieren? Was seid ihr für Waschlappen, sag mal? Na, Cora, gehen wir mal näher dran. Ich kann gerade sagen, müsst ihr auch ein bisschen mehr Arbeit, würde ich jetzt sagen. In letzter Zeit haben wir es wirklich schlecht. Sehr gut. Ja, perfekt. Macht mehr Sport, Jungs. Geht's hier ums Boxen etwa? Du hast es erfasst. Wow, ich habe einen gut aussehenden Bruder, der auch noch verdammt gut boxen kann. Ach, wirklich? Ach, ich bin der gut aussehende Bruder.
auf der Suche nach einem neuen Studio, weil wir hier erst hergezogen sind vor kurzem und er kennt halt hier noch niemanden. Ne? Ja, und der hat schon viele Kämpfe gewonnen so. Bring einfach morgen Abend mal mit. Ich guck mir mal an und dann entscheiden wir weiter. Ja, cool, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, wie man gesehen hat, haben die Jungs einen heiden Respekt vor dem Kerl mit der Glatze gehabt. Das Verhalten da deutet natürlich darauf hin, dass das der Boss von den ganzen Jungs ist. Na, hör mal, ich bin eine Frau, ich weiß, wie sowas geht. Ja, ihr Frauen, ey. Nächster Tag, gleicher Ort. Chris Täuber versucht, sich als Boxer in die Bande einzuschleusen. Hi, bin ich hier richtig? Ich wollte mich vorstellen als Boxer. Meine Schwester war gestern hier, die Cora. Okay. Ich bin der Chris. Hallo. Hallo. Ja, ich bin der Pedro. Ich habe da erfolgreich als Juniorenmeister geboxt. Hab ein paar Streetfights mitgemacht, also bin auf dem Kiez auch einigermaßen bekannt. Suche allerdings nebenbei auch noch einen kleinen Job, den ich vielleicht irgendwo in der Branche tätigen könnte. Okay, schön vorsichtig, ne? Er erzählt jetzt natürlich gleich, dass er einen Job braucht und dringend auf Kohle angewiesen ist. Komm doch einfach morgen in mein Boxstudio Devil und dann kannst du so ein bisschen zeigen, was du so kannst, was du auf Tasche hast. Und dann kann ich mir auch ein Bild machen, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Aber ich muss mir erst mal ein Bild machen. Alles klar, machen wir so. Die Jungs haben ihn das sofort abgekauft, dass er Boxer ist und dann absolut Erfolg auch schon mit hatte. Und somit toll. Wir sind einen riesengroßen Schritt weiter. Morgen darf der Chris da hingehen und trainieren. Chris Täuber ist zwar nicht mehr im Training, hat aber früher einmal geboxt. Wir sind jetzt hier gerade an dem Boxstudio von dem Pedro angekommen. Der Chris hat sich in Schale geworfen bzw. seine Jogginghose angezogen. Und ich hoffe, er wird da drin ein ordentliches Boxtraining absolvieren. Und dann schauen wir mal, was wir damit erreichen können. Hey, Pedro. Hey, Chris, schön, dass du hier bist. Alles okay? Alles gut? Ja, alles cool. Und bist du fit? Ja, bereit? Ja, alles fit? Habt ihr mal Chris? Der Chris. Hi. Guck mal ein bisschen, was er so kann, was er drauf hat. Du enttäuscht mich nicht. Nee, ja. Ich gebe Gas auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu erledigen, ich muss los. Okay. Wir sehen uns, ja? Alles klar. Das ist der Trainer. Pack schneller, geht das noch? Komm, ein bisschen schneller. Fällt dir schon mal gut, hoch, komm. Jetzt kannst du mal ein bisschen zeigen, was du brauchst am Boxsack. Ja, alles klar. Die beobachten ihn ganz schön, den Chris hier. Und links, rechts, links, komm. Und einen Haken dazu. Nach unten Haken. Sehr gut. Er macht echt ein super Training. Ich bin stolz auf ihn. Sehr gut, ja. Sehr gut. Nochmal links, rechts, links, rechts. Das macht er echt gut. Ich geh mal ein bisschen trinken, ja? Ja, genau. Was mich so ein bisschen wundert, dass der Pedro überhaupt nicht zugeguckt hat. Aber da standen echt so ein, zwei, drei Jungs drumherum und haben ihn ganz schön beobachtet. Würdest du gerne so ein paar Boxkämpfe so mitmachen? Ja, klar, gerne. Ja? Dafür bin ich ja hier. Ja, weil es laufen schon ein paar Wetten. Ja. Ach. Aber gegen dich. Da müsstest du verlieren. Aha. Wie verlieren? Ich soll mir jetzt die Birne weichklopfen lassen. Genau. So professionell, dass es überzeugend aussieht. Ja, du weißt schon, was ich damit meine. Ja, ja. Und wenn du das durchziehst und verlierst, dann bist du bei uns in Il Circolo aufgenommen. Ja? Ach. Nur okay. So. Sonst. Ja. Und damit lässt sich auch ein bisschen Geld. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall, ja. Ja, Carsten, Cora hier. Cora Reinhardt hält die Situation für zu gefährlich und verständigt umgehend Detektivchef Carsten Stahl. Okay, pass auf, ich habe SEK informiert, die kommen mit dazu. Ja, ich will, dass wir hier gemeinsam vorgehen. Okay, du bleibst auf jeden Fall im Auto, wenn die da sind. Gibt's jetzt einen Kampf? Und zwar Streetkampf ohne Handschuhe. Regeln? Es gibt keine. Wir dürfen auf keinen Fall Chris mitnehmen. Der muss irgendwie da aus der Nummer rausgehalten werden. Okay, kann ich vorher mal auf Toilette? Machst du, kannst du vorher mal ganz Toilette. Schnell. Ja. Ach, guck mal, Chris geht gerade auf Toilette. Chris geht auf Toilette. Okay, dann würde natürlich so super passen. Der ist ja jetzt nämlich schön isoliert. Da sind sie, wunderbar. Der passt ja super. Ja. Ach, guck mal, der Trainer geht gerade auch hinterher, ne? Der geht raus. Okay, alles klar. Hi Jungs, schön, dass ihr da seid. Pass auf, da drin ist ein illegaler Kampf. Da haben wir 5 Leute vor Ort, aber auch ein Mann von mir. Der trägt so ein englisches T-Shirt. Gut wäre, wenn wir den irgendwie raushalten können, weil den habe ich undercover da drin. Ich will nicht, dass der auffliegt, dann noch irgendwelche Repressalien kommen. Ja, 5 Leute, alle Boxer, da drin sind auch ein Haufen Handeln und so. Also gefährlich ist es auf jeden Fall. Ich würde euch gerne unterstützen. Euer Hoheit, sie wird eh vor. Okay. Perfekt, dass Chris nicht mittendrin im Geschehen ist. Tja, Jungs, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Was war das für? Schön aufeinander. Hey! Aufeinander hier rein. Die
konnten die Typen alle dingfest machen, Carsten und das SEK, perfekt. Bloß Chris ist auf Toilette gegangen, der ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich hoffe nicht, dass da noch irgendwas passiert ist. Von ihrem Kollegen Chris Täuber fehlt weiterhin jede Spur. Auch der Boxtrainer konnte nicht gefasst werden. Carsten Stahl lässt unterdessen klammheimlich die Sporttasche mit der versteckten Kamera verschwinden, damit die Türsteherbande keinen Verdacht schöpft. Ich muss jetzt auf jeden Fall zurück in der Disco. Ich muss da aufpassen. Du wartest, bis er wieder da ist. Nee, ich fahre jetzt hier rum und gucke, ob ich ihn finde. Keine Ahnung. Hat er nicht mehr sein Handy oder sein Pieper bei ihm? Nee, gar nicht. Irgendwann richtig noch ein, dass ihr alle ein GPS-Signal im Hintern habt, ja? Ja, ist auf. Steck ein. Erzähl. Meine Güte, ey. Boah, ey. Ey, Cora, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Pedro, der heißt, dass der auf jeden Fall dahinter steckt, hinter diesen ganzen Boxkämpfen, dass der ganze Drahtzieher von der ganzen Geschichte ist. Na, definitiv, davon kannst du ausgehen, sag ich dir. Und wo ist der andere hin hier? Keine Ahnung, wir sind getrennte Wege gelaufen. Ich hoffe, der Pedro hat keine Lunte gerochen, sodass ich da mich weiter einschleusen kann und weiter ermitteln kann. Am nächsten Morgen haben sich die Privatdetektive gemeinsam mit ihrem Praktikanten Marcel Bender auf zur Billardkneipe der Türsteher-Gang gemacht. Ich gehe rein. Wird alles gut gehen, ich hoffe, dass das gut gegangen ist gestern. Guck mal, das ist der Boxtrainer von ihm, ne? Okay. Ah, was passiert? Was passiert? Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Ja, aber gestern war mal eine knappe Nummer, ne? Boah, das war eine knappe Nummer, Alter. Ich sag dir. Schau mal, wenn wir hier haben. Hallo. Hi, das ist Chris. Kennst du vom Training, echt guter Junge, wa? Ja, zieht ganz schön eine Fresse, ne? Wie konntest du eigentlich gestern bei der Razzia fliehen? Das war eine Nummer. Wir sind zusammen raus, dann haben wir uns Wege getrennt. Und dann bin ich gelaufen, als wäre der Teufel hinter mir. Dann bin ich hinten um die Ecke gerannt. Da stand zum Glück ein Taxi, ich da rein. Fahr los. Ja, alles klar, zup, da war ich weg. Okay. Das ist ein flinker Bursche. Ja, flinker wir sind Bursche. Drin, sehr geil, hat er ordentlich abgekauft. Ja, ich könnte einen guten Mann gebrauchen, ja. Ja? Ja. Ja, das war super. Dann, ich brauch dich gleich heute Abend. Ja, geil, oder? Ey, erst rein, Mann. Du bist sagen, das ist mal richtig gut. Richtig geile richtig Scheiße. Cool. Ja, habt ihr mitbekommen? Heute ja. Abend noch mal hier hin. Ja. Am frühen Abend geht's für das Ermittler-Trio erneut auf zur Billardkneipe. Ja, Chris ist jetzt in die Bar gegangen. Bei dem leuchten die Alarmglocken. Der ist der Neue da. Der muss hoch konzentriert sein. Und da müssen wir da Informationen rauskriegen, was sie da geplant haben, um dann gegebenenfalls Schütte einzuleiten. Was geht? Also, Danny, der geht mit Tiere auf den Sack. Wir haben die Laden immer noch nicht. Und heute Nacht, wenn der Laden zu hat, werden wir den Ding starten, damit er endlich begreifen tut. Redet der da gerade tatsächlich von unserem Auftraggeber? Ich will diesen Laden haben. Also. Wenn wir da ein Ding heute am Start. Hi Carsten, ich bin's, Cora. Carsten hat uns jetzt sofort zur Diskothek beordert und wir müssen jetzt hier Chris alleine lassen. Er ist auf sich alleine gestellt, aber der sitzt da so fest im Sattel, dem wird ja nichts passieren. Am Abend in der Diskothek des Auftraggebers. Wir wissen ganz genau, die kommen. Die haben sich angekündigt. Wir wissen, dass die herkommen. Wichtig für mich, Sie bleiben bitte in Ihrem Büro. Verrammeln Sie die Tür, Sie kommen da nicht raus, bevor Sie nicht von uns ein Zeichen haben oder von der Polizei. Ja, wir klären die Nummer hier und heute. Ihr beiden zieht euch zurück. Egal was passiert, ich will eure Hintern nicht hier sehen. Ihr wisst, wo die Lichthalter sind, das habe ich euch schon gezeigt. Ja, ja. Auf mein Zeichen. Zugriff, Spot an. Ja. Dann haben wir den Überraschungsmoment und wir haben unsere Position sofort. Schön, hier rein. Die Hände.
Nach dem erfolgreichen Zugriff verständigt Sandy Winterfeld umgehend die Kollegen bei der Polizei. Hörst du nicht zu uns, oder was? Alles klar, alles sicher. Alles in Ordnung bei dir. Alter, Alter. Also, nicht mit dir, schwöre dir. Wir sehen uns wieder. Mein Freund. Du, hier ist ein Knast. Du siehst ja keinen wieder. Halt die Fresse. Ich wette mit euch, ihr macht jetzt immer schön das Licht an, wenn dein Keller geht. Weil euch in der Hosen scheißt. Oi, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Nicht auf uns schießen. Kein Stahl, ist alles gut. Tut mir leid, wir haben gedacht, Schusswaffen sind vor Ort. Beim letzten Mal waren sie, aber nicht. Finde ich gut, dass ihr da seid, hat eigentlich wunderbar geklappt. Die wollten hier gerne diesen Laden auch haben, an der Tür, haben sie aber nicht gekriegt. Jetzt wollten sie den Laden hier vernichten. Ja, eure Kollegen waren gestern mit uns ja da, bei den Kämpferringen und haben das mit aufgelöst. Das ist der Rest der Rasselbande. Und hier, Jumbo, ist der Boss. Ja, leg da wieder hin. Ich kann mich nur bei ihm bedanken, dass bei dem gesamten Team überhaupt, dass ich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dass die Sache erstmal vorbei ist. Sagen Sie einfach danke, reicht mir. Ja. Pedro T. wurde wegen Anstiftung zur gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Die Bandenmitglieder erhielten wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung Freiheitsstrafen von jeweils 15 Monaten.